Verbessern Sie Ihre Verdauung auf natürliche Weise mit diesem hausgemachten Tee. Es ist normal, von Zeit zu Zeit Verdauungsprobleme zu haben. Einige davon können Sodbrennen, Magenverstimmung, Blähungen, Verstopfung oder Durchfall sein. Wenn sie jedoch häufig auftreten, kann dieses unser Leben wirklich stören. Glücklicherweise gibt es ein natürliches Heilmittel, das dabei helfen kann, diese unangenehmen Verdauungsprobleme loszuwerden. Das Rezept benötigt nur 3 Zutaten. Die erste Zutat sind Minzblätter. Minze kann bei fast allen Verdauungsproblemen wöhnend wirken. Menthol, das aktive Öl in der Minze, hat antibakterielle und antiseptische Eigenschaften, die helfen, Verdauungsstörungen zu lindern und auch Magenverstimmungen zu lindern. Minze kann besonders hilfreich für Menschen mit Reizdarmsyndrom, IBS sein, da sie helfen kann, den Magen zu beruhigen, indem sie Krämpfe im Darm beruhigt. Darüber hinaus kann der Konsum von Minze auch zu einer Stimmung Aufhellung führen. Tatsächlich hat sich gezeigt, dass sogar nur der Geruch davon hilft, sich weniger ängstlich oder depressiv zu fühlen. Ihr habt 8 bis 10 Minzblätter in einen Topf geben. Die nächste Zutat sind Fenchelsamen. Diese Samen werden häufig am Mühlenfritzer nach den Mahlzeiten verwendet, aber das Trinken ihres Tees kann auf ihre Verdauung ankübeln und mehrere Verdauungsprobleme beseitigen. Das Trinken von Fencheltee fördert die Verdauung, indem es die Muskeln entspannt und den Gallenfluss anregt. Das Trinken von Fencheltee kann Ihnen auch dabei helfen, Blähungen loszuwerden. Es kann dafür sorgen, dass Ihr Verdauungssystem richtig funktioniert. Fencheltee kann auch bei Abnehmen helfen, da er die Verdauung fördern und ein Sättigungsgefühl vermittelt und Hungergefühle reduziert. Dieser Tee ist auch gut für Menschen mit Atemwegproblemen. Studien haben gezeigt, dass Fenchelsamen zur Linderung von Asthma-Syndromen beitragen können. Für das Rezept benötigen Sie 1 bis 2 Esslöffel Fenchelsamen. Sie müssen die Fenchelsamen sehr trocken, um ihr Öl freizusetzen, um den Tee schmackhafter zu machen. Um sie kleinen, entweder in einem Stoße oder Möse sehr trocken, in einen versiegelten Lebensmittelbeutel geben und mit einem Nudelrohr sehr trocken oder einen schweren Topf verwenden. Es ist nötig, die Samen zu prüfen, zu zerkleinern. Hämmern Sie einfach, bis Sie aufpatzen und tupfen. Anektis den zerkleinerten Fencher in den Topf geben. Dann führen Sie 2 Tassen Wasser hinzu. Stellen Sie den Topf auf einen Herd und drehen Sie den Herd auf höchster Stufe, bis das Wasser stark zu kochen beginnt. Drehen dann den Herd herunter und lassen Sie es etwa 5 Minuten langsam spüren. Nach 5 Minuten den Herd ausschalten und den Topf vom Herd nehmen. Stellen Sie Anektis ein feinmagiges Sieb über ein Glas oder eine große Tasse und gießen Sie den Tee hindurch.
Gießen Sie den Tee in einer Teetasse und trinken Sie ihn, solange er heiß ist. Vor dem Trinken können Sie etwas Honig für den Geschmack hinzufügen. Sie können den übrig gebliebenen Tee in einem luftdichten Behälter bis zu 3 bis 5 Tage im Kühlschrank aufbewahren. Wärmen Sie den Tee dann vor dem Servieren erneut auf oder gießen Sie ihn für ein kaltes Getränk über Eis. Die beste Zeit, diesen Tee einzunehmen, ist nach den Mahlzeiten, um Ihre Verdauungsprobleme zu behandeln. Es wird empfohlen, täglich nicht mehr als 2 bis 3 Tassen Fencheltee zu sich zu nehmen.